Wie ihr auf jeden Fall schon vielleicht alle wisst, auf jeden Fall habe ich einen Discord erstellt, wo auch immer Trading-Tipps auf jeden Fall kommen. Link dazu in der Videobeschreibung. Mich würde auf jeden Fall freuen, wenn du noch ein Abo da lässt, wenn ihr auf dem Discord beitretet. Ist natürlich kein Muss, aber würde mich auf jeden Fall selbst supporten, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf Hangericht und FIFA. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Würde ich sagen, geht es los mit den Trading-Tipps. Und da habe ich heute wieder zwei Low-Budget-Trading-Methoden vorbereitet. Eine Investitionsmethode und noch zwei EV-Karten ganz am Ende des Videos. Und wir gehen zuallererst auf die erste Low-Budget-Trading-Methode ein. Und da müsst ihr einmal auf den Transfermarkt gehen. Ich würde euch hier direkt empfehlen, über Team zu snipen. Bedeutet, ihr geht auf den Team-Modus, geht dann hier auf Bronze selten, geht dann hier auf Maximalpreis 200 Coins und er snipt dann alle Karten für maximal 200 Coins. Ihr seht, die kann man sehr relativ einfach er snipen für 200 Coins. Und dann bietet ihr die für Sofortkaufpreis 400 Coins und 350 Startpreis an. Ihr könnt auf 50 Coins runtergehen, aber die 400 Coins wäre so eine kleine IV-Liste und 350 würden die eigentlich relativ instant weggehen. Ich kann es euch hier auch nochmal kurz zeigen. Bei 350 Coins gehen die relativ instant weg, so nach ungefähr 20 Minuten gehen die ungefähr weg. Und dann macht ihr das jetzt mit jeder Bronze seltenen Karte. Top Ligen sind natürlich am besten oder Top 9 Nationen, ist eigentlich relativ egal. Aber ja, so könnt ihr das jetzt mit allen bronzeseltenen Karten machen. Hier zum Beispiel ein Engländer ist immer sehr sympathisch, aber auch Innenverteidiger sind sehr sympathisch. Aber natürlich auch die restlichen Bronzekarten sind sehr, sehr sympathisch. Ihr seht auch viele, viele Bronzekarten kommen auf den Transfermarkt drauf. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist jede Karte nachgucken. Ihr seht jetzt, der ist auch um 350 Coins wert. Bedeutet, den stellen wir auch für 350 Coins wieder drauf. Manche anderen Karten sind aber manchmal auch so 600 Coins wert, weil die ein bisschen extinkt sind. Bedeutet, ihr könnt so ein bisschen variieren, entweder eine Karte nachgucken, wenn ihr sagt, ja, die ist jetzt aus den Top 5 liegen, dann kann die manchmal ein bisschen mehr wert sein als die anderen Karten, aber sonst könnt ihr die direkt auch für 300 Startpreis und 350 Sofortkaufpreis wieder auf dem Transfermarkt anbieten. So macht ihr das jetzt auf jeden Fall mit jeder Bronze seltenen Karte. Die zweite Trading-Methode, wie ihr gerade hier schon bei meinen Verkäufen gesehen habt, ist die Trainermethode und zwar da geht ihr wieder auf den Transfermarkt drauf. Gehen wir dann jetzt hier auf Mitarbeiter bzw. auf Manager, geht dann hier auf alle Top 5 Ligen, vor allem die Premier League ist am besten, die würde ich euch auch empfehlen und dann erst snipt ihr alle Karten bis maximal 200 Coins. Ihr seht, hier sind relativ viele Karten drauf. Was ihr hier machen könnt, ist snipen und zwar auf Bronze bzw. Silber bzw. Gold seltene Karten, die sind meistens ein bisschen mehr wert. Da müsst ihr auch ein bisschen schnell sein, weil manchmal sind da sogar welche bei, die wirklich viel auf die snipen und da könnt ihr so ein bisschen schneller sein. Theoretisch könnt ihr dann auch über die Web-App snipen, da ist man manchmal ein bisschen schneller als jetzt hier über den Transfermarkt. Und dann könnt ihr sehen, wir können natürlich auch jetzt hier so eine goldhäufige Karte mitnehmen, aber das ist ein bisschen unwahrscheinlicher, dass die direkt weggeht. Sondern die seltenen Karten sind meistens effektiver, beziehungsweise auch die Bronzekarten, auch nicht selten, sind meistens ein bisschen effektiver. Ich habe jetzt die Karte einfach nur als Beispiel mal mitgenommen, damit ihr jetzt sehen könnt, wie ihr die auf jeden Fall anbietet. Und zwar, ihr stellt die für 300 Startpreis und 350 Sofortkaufpreis wieder auf den Transfermarkt an. So macht ihr das jetzt mit jeder Karte. Ihr snipt alle Karten für 200 Coins, beziehungsweise könnt ihr sogar wahrscheinlich für 150 erbieten. Ihr könnt es jetzt hier auf jeden Fall sehen. Könnt ihr auch für 150 drauf bieten. Dann zum Beispiel hier, der wäre sehr effektiv geworden. 200 Coins können wir sogar drauf bieten. Dann könnt ihr das jetzt mit jeder Karte machen. Versucht wirklich die Gold-Seltenen, die Bronze-Seltenen und die Silber-Seltenen rauszufiltern. Könnt ihr mal ein bisschen so variieren und dann stellt ihr die für 300 und 350 Sofortkaufpreis wieder an. Ihr könnt auch 350 und 400 Sofortkaufpreis machen. Ist eigentlich egal, wenn ihr sagt ein bisschen IV, dann bietet die für 350 und 400 Sofortkaufpreis an. Sonst halt für 300 und 350 Sofortkaufpreis. So könnt ihr es ein bisschen variieren und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch rüber auf die Footbin-Seite. Da gibt es noch eine Investitionsmethode und noch eine IV-Liste. Let's go! So würde ich sagen, bei den Ratings angekommen. Gehen wir zuallererst natürlich auf die Ratings ein, in die wir nicht investieren sollt. Es sind einmal 81er, 82er, 83er und 84er Ratings. Und jetzt kommen wir zu den Ratings, in die ihr investieren könnt. 86er, by the way, auch nicht investieren. Aber in die ihr investieren könnt, sind 85er Ratings,
87er Ratings, 88er, 89er könnt ihr ein bisschen selber entscheiden. 89er sind noch vielleicht effektiv, bis maximal 27.000 Coins drüber würde ich da nicht gehen und 88er unter 20.000 Coins snipen. Aber am besten sind auf jeden Fall die 87er Ratings und die 85er Ratings, die ich euch empfehlen würde, heute Abend einzukaufen, so um 19 Uhr. Aber ihr könnt natürlich auch jetzt schon einkaufen, wenn ihr die für die genannten Preise auf jeden Fall bekommt. Da könnt ihr einmal einkaufen den Yago Aspas, beziehungsweise die generell die 85er, bis Maximum 7.400 Coins snipen. Drüber würde ich nicht gehen, 7.500 würde auch nicht gehen, aber würde auch noch gehen, aber drüber auf jeden Fall nicht. Dann die 87er könnt ihr bis maximal 15.500 Coins snipen, denke ich, gehen heute Abend auch so auf den Preis, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Könnt ihr auf jeden Fall da mal gucken, ob ihr da ein paar gute Gewinne macht. Könnt ihr natürlich auch mit auf die V-Liste nehmen. Ja, könnt ihr so ein bisschen variieren, wenn ihr sagt, ja, ich möchte lieber jetzt direkt die Verkäufe machen, dann nehmt die mit auf die V-Liste, bietet die alle Karten so mit 2.000 Coins bis 3.000 Coins teurer an. 88er Ratings, wie gesagt, schon unter 20.000 Coins und 89er Ratings bis maximal 27.000 Coins. So könnt ihr das jetzt mit jeder genannten Ratingkarte machen. Jetzt gibt es natürlich noch eine weitere UV-Liste. Let's go! So, da habe ich jetzt zwei weitere UV-Karten für euch rausgesucht, in die ich nicht investieren würde, sondern wie gesagt mit auf die V-Liste nehmen. Da ist es einmal der Karim Benzema bis maximal 42.750 Coins könnt ihr auf den snipen. Ihr könnt jetzt nämlich hier schon sehen, der steigt oftmals hier auf 48.000 an. Ist hier oftmals auch so, ja gut, da war er bei 73, aber auch auf 52.000. Also ihr könnt sehen, der ist so bei seinem Tiefpunkt ungefähr bis maximal 42.750 Coins mit auf die V-Liste nehmen. Könnt ihr so 5 Karten von einkaufen. Auch dasselbe beim Lewandowski. Der ist ein bisschen teurer, aber wenn ihr den für 42.750 bekommt, könnt ihr den auch sehr gerne mitnehmen. Der steigt auch oftmals hier auf 50.000 Coins an. Bedeutet, ihr stellt die so um die 4 bis 5k teurer auf den Transfermarkt wieder drauf, sodass ihr gute Gewinne mit jeder Karte macht. Ihr könnt auch 3k machen, wenn die nicht verkauft werden. Ich würde euch empfehlen, mindestens 1.000 bis 1.500 Coins pro Karte zu machen. Ihr könnt natürlich auch mehr machen. Könnt ihr so ein bisschen, wie gesagt, variieren. Und ja, das würde ich sagen, war es auch mit dem Video wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein und dann. Ciao.